Modi für uns mal den 311 rausgeholt. Heute sind wir in Staupitz bei Daniel. Also ich bin David Seidel. Mein Name ist Sven. Viele kennen mich auch noch Cosmo. Ich bin der Finger und ich Channel Bike. Heute sind wir in Mühlsee bei Mika. Ich bin der Jens, bin 32 Jahre alt, komme aus Erfurt. Wo sind wir jetzt hier hin? Os? Nee. Oschatz. Oschatz. Oschatz oder Oschatz? Oschatz. Wie spät ist es? 6:25 Uhr. Welcher Tag? Samstag. Was machen wir heute? Filmen. Freust dich? Hast du gut geschlafen? Hm? Ja, geht so, aber gut. So, film mal sexy, guck mal hier. Was machst du denn? Mensch, mal das Bett machen. Mal machst du sowas nicht oder was? Nicht im Hotel, ne? Nee, ach, weiß nicht genau. Und so, komm, wir machen jetzt schon einen Haarspuren weg. Wo ist denn noch? Dann lassen wir es mal hier, oder? Ja. Ach so, gut. Brauchen wir keine Stunde zum Frühstück? Wir ablaufen über die Gateway hier. Nachher, ja, das filmen wir gleich. Hast du hier? Ich hab Schlüssel. Habt ihr eine Maske hier? Ich hab ja. Siehst du. Falls ein Glück, eine denkt an eine Maske. So halb so. Jetzt sind auf jeden Fall alle wach. Halt mal bitte Quiz. Inkontinent. Ja. Die alten Daumen, die sind manchmal böse. Junge. Es ist ein bisschen russisch, aber es funktioniert schon seit Jahren. Deswegen. Ich finde jetzt schon die Lösung mit dem Schalldämpfer. Der geht vorne raus, aber ist trotzdem also relativ leise dadurch, ne? Oh. Krass. Die Bremslinne. Ja, da musst du ja dann. Ach, du hast ja trotzdem noch Blöpfe, der bei denen drin. Achso. Genau, das habe ich beim Blumenpflücken auch schon gesehen. Ja. Mit dem Bremslinne. Geil, Alter. Das ging ja nicht anders durch die Blattfeder, dann musst du den halt irgendwie umdrehen. Und halt das Lenkgetriebe geht dann ja durch, ne? Ja, da ist halt hier ein Kreuzgelenk, sag ich mal, von einem Kia oder was das war. Mhm. Weil du musst ja diesen ganzen Versatz, diesen 10 cm, was das hochkommt, musst du irgendwie ausgleichen können. No. Das ist alles aus Schrottteilen oder aus Teilen, die da waren. Mal gucken, was die Abfahrt ist. Achso, ja, das ist eine Umlenk. Mechanik. Was? Funktioniert auch rein. Und wenn du lenkst, dann haut alles. Und den Vorderrang habt ihr alles höher geholt, oder was? Genau. Ja, du hast hier halt einen Hilfsrahmen hier nochmal reingeschweißt und da ist quasi Hilfsrahmen an Hilfsrahmen geschraubt von beiden Seiten. No? Und das ganze Profil zieht sich halt hier durchs Auto durch. Als Schweller. Krasse Scheiße. Neues Projekt? Neues Projekt. Und der Achse ist dann halt. Naja. Ist sie so? Okay. Kann man so machen, ne? Wie gesagt, es war nur fürs Limo gedacht. Das war. Mhm. Sollte nie TÜV kriegen oder sonst was auch. Glaub mir, der würde auch keinen TÜV kriegen. Aber so sind die durch Strela gefahren. Ich glaube, mitten in der Nacht. Ist das jetzt die höchste Stelle? Das ist ja
jetzt, genau. Richtig stellen. Das ist oben. So kriegst du eine ordentlich auf den Trailer drauf und geht. Ja. Das ist oben. No. Na, ein Lochkreisadapter ist auch drauf, oder? Ja, weil das ist. Wir haben mit Originalfelgen nie mehr gegangen. Die hätten vom Platz her nicht mehr reingepasst. Ja. Hoch wie im Bus, ne? Man muss einfach die Idee haben und dann die Bilder. Das ist schon genau so. Genau so. Wie gesagt, diese ganze Technik, also dieses Funktionsprinzip, das hat unser Kumpel damals hier sich ausgedacht. Was ist der Antrieb dafür? Hast du halt. Das ist halt die Servopumpe. Hier ist der Hydraulikbehälter. Und im Prinzip das Motorrad anlasse und der treibt die an, weil sonst geht es ja über den Keilriemen. Und ach, der Kasten stand hier. Genau, so funktioniert's. Ganz einfach. Aber da muss man erstmal drauf kommen, deswegen. Mhm. Bin ausgeklammert. Ja. Aber es funktioniert doch. Wahnsinnig. Hallo. Der zieht quasi die Zylinder zusammen und also die Platte da hoch und damit das Auto nach unten. Ach so. Und da kannst du zum Beispiel, wenn das kaputt geht oder sowas, kannst du immer noch fahren. Mhm. Weil da lässt du den Druck raus und kannst das Ding immer noch bewegen. Der eine Hebel, der regelt einen Durchlass. Mhm. Da könnte man das theoretisch sogar noch ein bisschen verstellen, dass der Öldurchlass ein bisschen gedämpft wird. Dass es ein bisschen härter wird oder sowas, aber so richtig funktioniert das nicht. So weit, wollen wir auch endlich mal einen tiefen Trabi bauen? 1,17 gibt es Geld zu schlagen. Wir choppen das Dach. Ja, das wird noch fehlen. Und das Ding stand zweimal im Hochwasser. Da hast du ja beim Tacho hast du ja noch die Linien drin. Der stand wirklich an der Elbe, haben wir den weggeholt. Deswegen gab es den geschenkt. Achso, hier hast du auf der Tür, ne? Also immer hast du hier die Hochwassermarke, hier und immer hier. Das Kuriose ist, die komplette Elektrik funktioniert noch. Die ganzen Motorgetriebe konnten wir alles weghauen, da stand ja Wasser drin. Jetzt passt die Räder an, oder? Ja, das wäre eigentlich nur noch. Schleift aber so vorbei. Das wird noch, ne? Wenn ja. So weit hochzieht, da die Räder rein. An dem Bordstein darfst du nicht parken, wa? Nee. Ja, das habt ihr ja gestern im Dunkeln alles gemacht. Nee. Wir haben schon gesagt, wo wir hergefahren sind. Sag mal, sind wir gestern auch lang gefahren? Hier ist der Allradpappen, ne? Soll das der Allrad hier sein, oder? Genau, das soll ich also Suzuki unterbauen. Ja. Da gab es ja eine Kiste Bier. Haben wir auch bis jetzt noch nicht irgendwie irgendwas dran gemacht. Das Gegenstück zu dem, ne? Aber genau. Bei mir ist das ja auch ein bisschen. Das ist ein Kabel zum Osten. Einfach Eisenspäne auflackiert. Also, ich habe alles geklopft, aber erstens ist es sehr glatt. Ja. Der frische Rost ist raus. Das hat uns nicht gefallen und die Späne sind ja wieder teuer. Deswegen. Gut, Rost. Alter, hast du mitgekriegt? Hast du mitgekriegt? Was ist das? Also, dann haben sie fein gesiebte Eisenspäne. Ach so, damit rein. Und jetzt, was sagst du jetzt? 9 Jahre, ne? 9 Jahre, okay. Steht dazu. Und das hält immer noch. Und schon rostet auch ein Trabant. Das hat doch schön Mulde angesetzt hier. Ja. Das wird immer natürlicher.
ausdrücken. Die Temperatur geht ja dann immer recht schnell hoch, sag ich mal. Ne? Aber jetzt ist Thermostat auch noch zu. Das, ja. Das hätte ich gedacht, die Straße. Ja, gucken wir uns einfach mal an. Also heute war richtig geil, wie gesagt, die Jungs sind gefahren, wir haben alle Fahraufnahmen gemacht. Blume, super Interview geführt mit ihm. David konnte auch gut reden, muss man dazu sagen. Ne? David hat ja auch, wie gesagt, du brauchst ja nur einen Punkt anschneiden, der hat ja gesprochen, als ob nichts anderes gemacht hat bis jetzt in seinem Leben. Nee, also ist echt super und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Bis später. Bis später. Mahlzeit. Moin. Danke. Und unendlose Weiten hast du hier zur Verfügung. Ab den Hütchen haben wir alles zum Spielen. Du transportierst aber komische Pakete, ne? Ja, ne? Muss man sagen. Auch besser gesichert als wie eigentlich die Pakete. Das war klar, ihr kannst wieder nicht abwarten. Krass. Naja, ganz ein paar Kleinigkeiten sind noch. Schrauben tauschen und sowas. Der Ständer gefällt mir am meisten. Der Ständer ist gut, ja. Liegt nur noch ein bisschen reifen. Vorsichtig, dass du den Rücken kriegst. Fährt das auch? Ja? Das ist wirklich geil. Ich kann auch wirklich Fahraufnahmen machen. Das ist gut. Ich hab Moped. Ja, aber wie gesagt, manche werden ja. Achso, da bist du. Achso, das muss ich ärgern. Nein, halbe Stunde. Bringen Sie Pizza? Ja. Was bestellt? Das sag ich dir nicht. Sechsmal Salami? Zwei Salami, eine Hawaii, eine Schinken. Weil ich nicht weiß, wer wie was ist. Okay. Und okay. Ist mir scheißegal. Du kriegst ja nichts von ab. So, jetzt stehen wir gleich wieder im Bild hier. Gut. Können wir rausgehen? Die eine Pizza zu wenig? Ich brauche keine ganze. Also ich esse irgendwo zwei, drei Stücke, das reicht mir. Krass. Also ich brauche so anderthalb. Ja, also von mir kriegst du auch nichts ab. Der Kleinste frisst am meisten, der ey, ehrlich. Der 100 Pro, Junge, der fängt an zu beißen, ey. Ja. Kratzt die Augen aus. Ja. Das ist groß. Jetzt hast du ihn. Hast du ihn, der Erste? Na? Hast du da? Ey, klar. So. Ist breit. Muss ja. Super. Das ist mein scheiß Paket, Mann! 14 Tage bestellt! Okay, Okay, cool, Junge! Zu dir auch nicht fest, oder? Ja, ich hab mich nicht fest. Du, der kommt bei mir auch nicht an.
Hinten hinterher, ich schneide mich nochmal um. Geh nicht her, ich sehe sie. Ja. Fühlst du dich wieder sicher eigentlich, oder? Ja, ich stehe hier sowieso. Aber ihr kennt ja, ich bin da von der Müllabfuhr, weißt du? Ich stehe öfter hinten. Ich fälle mir mal auf der Seite raus, okay? Dann wird ich aber von hinten können. Ich unter Fahrer bescheiden, ne? Ja, das ist ja. Stopp, du! Ja, du fährst jetzt so leicht vor, oder nee? Fahr mal hinter uns und dann ziehst du noch vorbei und dann vor uns. Aber dann kannst du ein Drittel der Strecke ja von da machen und dann ziehst du noch vorbei und dann weiß ich. Fast, Junge! Jetzt wohl leider bezahlen müssen. Das war nur noch. Bleib mal sitzen. Kann ich mal ein Foto machen, bitte, von dir? Ich muss mich ein bisschen gerade setzen. Gut. Dann musst du auch aufmachen. Ich hab schon drei. Ach, du hast schon drei. Wie hast du? Ich hab vier. Ich hab einen, den du nicht hast, zum Beispiel. Zeig mal. Vier. Ja, geil. Und los. Schön. Ihr habt Druck. Also auch von meiner Seite aus hier. Schöne Grüße an die Jungs von East German Bikes. Wir können schon los sonst, sagt er. Ja. Ja, danke. Also Cosmo, noch vielen lieben Dank. Vielen lieben bitte. Vielen lieben bitte. Hat uns echt gefreut. Ja, danke für die Unterstützung hier. Das ging ja, das war ja echt top hier mit der Location und alles. Ja. Super. Gut gemacht. Gut, dass es klappt. Cool. Top. Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ne? Danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ade. Mach keinen Scheiß. Aua. Die Fragen ist alles so.